Willkommen zum nächsten und bislang mit Abstand größten Tutorial hier in der Zwergenfestung. Dieses Mal geht es darum, dass du einen kurzfristigen und langfristigen Plan bereithältst, wenn deine Zwerge durch Angriffe bedroht werden. Es geht hier um aktiven Kampf im Gebiet rund um deine Festung. Es geht nicht um passive Verteidigungsmaßnahmen oder Überfallmissionen. Diese werde ich wohl noch einmal in separaten Videos behandeln müssen. Ich möchte besonders bei diesem Video nochmal extra betonen, dass es sich immer noch um ein Anfänger-Tutorial handelt. Das gilt im Grunde für alle Videos dieser Reihe, aber gerade bei diesem Thema gibt es theoretisch so unglaublich viele Dinge zu beachten und zu optimieren, dass ich unmöglich alles behandeln kann. Das ist mir beim tieferen Einarbeiten in die Materie noch mehr bewusst geworden, als es das vorher eigentlich schon war. Einerseits stehe ich zwischen Entscheidungen, Anfängern hier eine schnelle und verständliche, aber dennoch gleichzeitig eine möglichst umfassende Hilfe zu bieten, und andererseits zähle ich mich selbst, wie ich es auch schon einmal erwähnte, auch weiterhin zu der Gruppe fortgeschrittener Anfänger und möchte über die gesamte Tutorial-Reihe meinen eigenen Weg des Lernens mit dir teilen und alle Fragen klären, die sich mir selbst auch gestellt haben. Also, ich erhebe keinen Anspruch auf Vollständigkeit. Tipps sind aber wie immer sehr willkommen. Ich habe das Video zudem grob dreigeteilt. Ich werde dir im ersten Kapitel eine strukturierte Übersicht geben, wie das Militärsystem grundsätzlich aufgebaut ist und theoretisch funktioniert. Im zweiten Teil zeige ich dir, wie man bei einer akuten Bedrohung ohne jegliche Abwehr dieser in wenigen Minuten etwas entgegensetzen kann, man also ein paar Zwerge kampffertig macht und Ziele angreift. Im dritten und letzten Teil werde ich sehr tief auf alle Aspekte des Militärs eingehen, in Bezug auf langfristige Entwicklung, zeitgesteuerte Aktionen, Ausrüstung, Optimierung und weitergehende Hinweise. Ich bin Markus und direkt nach dem Intro geht's los. Damit du alles in der richtigen Reihenfolge aufnimmst, kommt nun erst der Übersichts- und Theorie-Teil. Falls du gerade kurz angebunden sein solltest und jetzt nur schnell einen derzeitigen Angriff abwehren möchtest, ohne viel Zeit zum Lernen zu investieren, empfehle ich dir, das kommende Kapitel zu überspringen und direkt ein paar Minuten weiter mit den unter 5 Minuten langen Kapitel 2 zu beginnen. Wenn du etwas mehr Zeit mitgebracht hast, bleib einfach genau hier dran, denn die kurzweilige Übersicht wird dir mit Sicherheit weiterhelfen. Das Militär ist in Dwarf Fortress in sogenannten Squads organisiert. Ein Squad kann aus bis zu 10 Personen bestehen. Jeder Squad hat einen Anführer, den Militia Captain. Dessen Vorgesetzter ist wiederum der Militia Commander. Dieser erfüllt neben seiner Aufgabe als General des Heeres auch die eines Militia Captains, kann also ebenso als Anführer eines Squads eingesetzt werden. Er kann somit der Anführer des allerersten Squads sein, muss er aber nicht. Er kann genauso gut geschützt in der Festung bleiben. Fakt ist aber, ohne den Militia Commander geht jedenfalls militärtechnisch überhaupt nichts. Er ist sozusagen der Grundstein fürs Militär. Stirbt er, muss er umgehend durch jemand anderen ersetzt werden, sonst kann kein weiterer Squad-Anführer ernannt werden. Squads definieren sich in erster Linie durch ihre zugewiesenen Uniformen, welche getragene Rüstung und Waffe festlegen. Die Uniform muss nicht einheitlich im Squad sein, das vereinfacht allerdings einiges. Die Waffe bestimmt wiederum, ob sich die Zwerge im Nahkampf oder im Fernkampf betätigen sollen. Beim Fernkampf darf wiederum die Munition nicht vergessen werden. Im Zweifel kann mit der Fernkampfwaffe aber auch geschlagen werden. Das ist aber nur der letzte Ausweg bei einer direkten Konfrontation. Squads können zur Versorgung unterwegs auch Essen und Trinken mit sich führen. Wenn sie sich in der Nähe der Festung befinden, ist das aber nicht unbedingt erforderlich. Über Zeitpläne kann festgelegt werden, zu welchen Zeiten die Soldaten trainieren, spezielle Gebiete verteidigen, patrouillieren, stationiert werden oder einfach mal Freizeit haben. Fürs Training sind Baracken und Shooting Ranges erforderlich, die aus Armor Racks, Weapon Stands und Archery Targets erstellt werden können. Das ermöglicht, dass die Zwerge miteinander kämpfen, sich gegenseitig Techniken durch Demonstration beibringen oder Zielübungen machen. Dadurch wird stetig die Erfahrung der Soldaten ausgebaut, auch ohne in einen Kampf verwickelt zu werden. Kommen wir erst einmal zum Schnellstart. Unter den Nobles and Administrators setzt du als allererstes den Militia Commander ein. Damit schaffst du die Voraussetzung für einen Squad von bis zu 10 Soldaten. Benötigst du gerade mehr, benennst du pro 10 zusätzliche Kämpfer
jeweils einen weiteren Zwerg als Militia-Captain. Hier sind wir damit schon fertig. Das Kontrollzentrum für das Managen aller Truppen ist der Militärbildschirm, welchen man mit der Taste M erreicht. Hier können praktisch alle nur vorstellbaren Organisationsaktionen fürs Militär durchgeführt werden. Details dazu folgen aber erst in Kapitel 3. Wir legen nun einen neuen Truppenverband an. In der Liste wählst du den Militia Commander aus oder jeden anderen beliebigen von dir benannten Militärposten, falls du mehrere Leader benannt haben solltest. Drücke C, um für den ausgewählten Leader einen Trupp anzulegen. Ein kleines Pop-up lässt sich anschließend die passende Uniform auswählen. Wähle hier etwas aus, bei dem du der Meinung bist, dass es am besten passt und von dem du denkst, dass du eventuell sogar ein paar der Ausrüstungsgegenstände vorrätig haben könntest. In einem sehr frühen Spiel ist eventuell eher Leder als Metall für deinen Nahkämpfer sinnvoll. Nun wechselst du mit dem Cursor nach rechts. Auf Position 1 ist bereits der Leader ausgewählt. Nun fügst du auf den darunterliegenden Positionen jeweils beliebige Zwerge aus der rechten Liste hinzu, indem du sie auswählst und mit Enter bestätigst. Nach dem Zuweisen verlässt du wieder das Menü mit Escape und gehst mit S ins Squad-Menü. Mit den Buchstaben A, B, C und so weiter wählst du jeweils einen Squad aus oder mit gedrückter Shift-Taste sogar mehrere auf einmal. Sobald ausgewählt, werden im unteren Teil des Menüs weitere Funktionen aktiv. Die wichtigsten jetzt gerade sind Move zum Bewegen und Attack zum, wer hätte es gedacht, Angreifen. Drücke M für Move und wähle mit dem Cursor auf der Karte eine Position aus und drücke Enter. Wenn du die Pause beendest, was du in diesem Menü übrigens ebenfalls mit der Leertaste machen kannst, sollten sich deine Zwerge schnell dort einfinden und verweilen, so lange bis du den Befehl widerrufst. Dass der Befehl derzeit noch aktiv ist, siehst du an dem Station rechts neben dem Namen des Squads. Abbrechen und zum täglichen Leben außerhalb des Militärs zurückkehren kannst du zu der Zeit immer mit der Taste O. Aber nun zum interessanten Teil. Angreifen geht mit K wie Kill. Jetzt hast du drei Möglichkeiten. Erstens, du weißt schon, wo sich dein Gegner befindet. Perfekt. Suche ihn auf der Karte auf, positioniere den Cursor auf ihm und drücke Enter. Zweitens, es handelt sich blöderweise nicht nur um einen Gegner, auch kein Ding. Drücke R und beginne mit der Enter-Taste einfach zwei Ecken eines Rechtecks, um die Gegner herum festzulegen. Beachte nur, dass die Steuerung, welcher Zwerg welchen Gegner angreift, schon viel zufälliger ist. Und drittens, du findest deinen Gegner nicht oder möchtest selber einen Konflikt herbeiführen, eventuell auch mit einem Wildtier? Drücke einfach L und du bekommst eine Liste mit allen verfügbaren Gegnern. Die Liste kannst du mit Plus und Minus auch noch scrollen. Anschließend einfach mit den Buchstaben davor einen Gegner oder mit gedrückter Shift-Taste mehrere Gegner auswählen und mit Enter bestätigen. In allen drei Fällen machen sich deine Zwerge auf den Weg und geben ihr Bestes, den Gegner um die Ecke zu bringen. Du kannst natürlich jederzeit pausieren und neue Befehle geben, also deine Zwerge einen anderen Gegner angreifen lassen, sie woanders stationieren oder sie vom Kampf zurückziehen lassen. Die Chance, dass ihnen das Überrumpeln des Gegners auch schadlos gelingt, ist ohne jegliche Vorbereitung zwar, klar, je nach Gegner, nicht so groß, aber es wird gegebenenfalls deine einzige Chance sein, wenn der Gegner bereits an deine Festungstür klopft. Diese Infos sollten es dir nun zumindest ermöglicht haben, auf eine unmittelbare Attacke zu reagieren. Ob du das mit den gleichen Zwergen nach so wenig Vorbereitung auch noch ein zweites Mal durchziehen kannst, steht aber auf einem ganz anderen Blatt. Aber dazu kommen wir jetzt in Kapitel 3. Nun spulen wir mal ein Stückchen zurück und gehen etwas weiter in die Tiefe. Erst einmal zurück ins Menü Nobles and Administrators. Der Militia Commander oder Militia Captain sollte nicht mit dem Captain of the Guard verwechselt werden. Der Captain of the Guard kann zwar grob mit dem Militär in Verbindung gebracht werden, ist aber mehr Polizei als Militär. Er kann erst ab einer Einwohnerzahl von 50 Personen ernannt werden
und ersetzt den Sheriff, den man bis zu diesem Zeitpunkt ernennen konnte. Die Leader eines Squads sollten nicht nur, wenn möglich, hervorragende Kämpfer sein, sondern auch gute Lehrer und ein Händchen für Organisation haben. Durch einen besseren Teacher-Skill können sie beim Training ihr bereits aufgebautes Kampfwissen besser an die anderen Zwerge vermitteln und durch einen erhöhten Organisationsskill sind die Organisationszeiten zwischen den Trainings deutlich kürzer, sodass unterm Strich deutlich mehr Zeit mit aktivem Training verbracht wird. Wechseln wir wieder zum Militärmenü. Der Aufbau des Militärmenüs ist gedrittelt. Der untere Teil zeigt an, in welcher Konfigurationskategorie du dich gerade befindest. Der mittlere Teil zeigt den Inhalt des jeweiligen Menüs an, über dem wir Dinge anlegen, auswählen oder zusammenstellen können. Und im oberen Teil sehen wir, in Abhängigkeit vom jeweiligen Menü, unterschiedliche Aktionen, die du in der jeweiligen Sektion durchführen kannst. Übrigens kann das Militärmenü auch wunderbar mit der Maus bedient werden, wenn man mag. Ich bleibe allerdings aus Gewohnheit und soweit es mir möglich ist, immer bei der Tastatureingabe. Wenn wir hier einen Squad anlegen, müssen wir als erstes die Uniform festlegen. Diese ist nicht fix und kann später jederzeit gewechselt oder individualisiert werden. Wichtig ist aber, dass man sich eigene Uniformen zusammenstellen kann, aber alles nacheinander. Der Name des Squads kann mit Shift-N angepasst werden. Das kann helfen, seine spezialisierten Truppen schneller zu erkennen, wenn man sich den Namen nicht merken kann. Die Zwerge, die mit dem Leader zusammen kämpfen sollen, sollten neben ihren Kampfskills, ihren unterstützenden Fertigkeiten, wie zum Beispiel Stärke oder Agilität, die am wenigsten labilen und zudem glücklichsten Zwerge sein, da sie im Kampf durch Verletzungen, allerlei schreckliche Szenen wie Leichen, Blut und so weiter viel ertragen müssen, ohne hinterher als psychisches Wrack zu enden. Den derzeitigen Status der Attribute und des Stresslevels kann man sehr gut im externen Tool Dwarf Therapist herausfinden. Dieses Tool haben wir in der Tutorial-Reihe noch nicht besprochen. Da die Vorstellung des Tools aber das heutige Tutorial total sprengen würde, gliedere ich diesen Teil auf ein anderes Video aus. Aber auch nachdem man geeignete Zwerge ausgewählt hat, sollte man zusehen, dass sie auch glücklich bzw. stressfrei bleiben. Das kann dadurch erreicht werden, dass sie möglichst viele Dinge hoher Qualität um sich herum haben. Ein persönliches und gut ausgestattetes eigenes Zimmer bewohnen, anstatt sie in der Baracke nächtigen zu lassen. Sie sollten angemessen denieren, niemals ausgefranste Kleidung tragen und so weiter. Man muss ihnen also ständig ein möglichst schönes Leben bereiten. Weibliche Zwerge kämpfen übrigens genauso gut wie ihre männlichen Pendants. Das einzige Problem, welches eintreten könnte, ist, dass heterosexuelle Zwergenfrauen schwanger werden und sie nach der Geburt ihres Kindes ihren Nachwuchs in den Kampf mitnehmen. Das kann, wie man sich gut vorstellen kann, zu durchaus komplizierten und hässlichen Situationen führen. Die Squads sollten ansonsten, bezogen auf ihre Kampftechnik, möglichst homogen aufgebaut sein. Selbstverständlich ist es auch möglich, einen Squad mit unterschiedlichen Nah- und Fernkämpfern durchzumischen. Jedoch bringt es beim Training den großen Nachteil, dass beispielsweise ein Schwertkämpfer einem Axtzwerg zeigt, was man mit so einem Schwert denn so Tolles anfangen kann. Das interessiert den Axtkämpfer bestimmt auch brennend, bringt ihn nur in seinen benötigten Kampfskills kein Stückchen weiter. Kommen wir zu den Alarmen, also den Alerts. Alarme können als eine Art Befehlssammlung gesehen werden und sollten immer in Zusammenhang mit Zeitplänen betrachtet werden. Zeitpläne sind von Alarmen abhängig und Alarme funktionieren zwar auch ohne Zeitpläne, sind aber dann schwerer Hand zu haben. Man differenziert zwischen zwei Arten von Alerts, dem Civilian Alert für die Nicht-Militärbevölkerung und alle anderen Alerts für das Militär. Der Civilian Alert ist sehr einfach zu verstehen. Stell dir einfach vor, ein Gegner greift dich an. Was machst du? Du läutest die Alarmglocken, warnst damit die Bevölkerung, die sich daraufhin in Sicherheit bringen kann. Und genau das erfüllt dieser Alarm auch. Es kann immer nur genau ein Civilian Alert eingerichtet bzw. aktiviert werden. Das mache ich hier mal. Ich muss als Voraussetzung allerdings einen sogenannten Burrow einrichten. Das ist ein abgegrenzter Bereich, in dem sich die Zwerge im Alarmfall aufhalten sollen. Ich verlasse also kurzzeitig das Militärmenü und gelange mit W in das Burrow-Menü. Mit A legst du einen neuen Bereich an. Du wählst anschließend diesen neuen Bereich aus, falls bereits mehrere existieren sollten, und drückst Enter, um ihn weiter zu definieren. Als erstes geben wir dem Kind mal einen Namen. Ich drücke N und nenne ihn treffend Panic Room. Als nächstes wird der Ort definiert. Ich nehme hier mal einen ausgehobenen Raum.
Das soll nur als Beispiel dienen. Je nachdem, wie lange die Zwerge dort ausharren sollen, sollte man sich überlegen, dort Lagerplätze mit Lebensmitteln und weiterer Infrastruktur anzulegen. Wenn man von dem gezeichneten Bereich wieder etwas entfernen möchte, kann man mit R zwischen einem Mal- und Löschmodus hin und her wechseln. Aber genug zum Bureau. Wechseln wir wieder ins Militärmenü und in die Alert-Sektion. Ich füge einen neuen Alert mit der Taste C hinzu und benenne ihn mit Shift N um. Nun wechsle ich in die rechte Spalte, wo man ja auch schon unseren neuen Bureau Panic Room wiederfindet. Mit Enter setze ich diesen Bereich auf aktiv. Damit ist der Civilian Alert auch bereits eingerichtet und für den Einsatz vorbereitet. Haben wir nun wirklich eine Gefahrensituation, muss dieser Civilian Alert manuell ausgelöst werden, also wie das Läuten der Glocke. Wir brauchen in dem Fall nur in das Militärmenü gehen, auf die Alerts und den Civilian Alert mit der Enter-Taste von Inactive auf Danger setzen. Und schon finden sich alle Zivilisten in diesem Bereich ein. Wollen wir den Alarm wieder beenden, einfach wieder auf Inactive setzen und es läuft wieder alles wie vorher. Nun zu den Militär-Alerts. Standardmäßig existiert der Alert Active Training. Damit kann also im einfachen Fall lediglich das Training aktiviert werden. Dazu gehst du erst auf Active Training, wechselst zur mittleren Spalte, wählst die entsprechende Truppe aus und drückst Enter, um das Training für den Squad zu aktivieren. Warum das aber überhaupt genauso funktioniert, darauf komme ich gleich nochmal zurück. Aber bevor das gerade aktivierte Training beginnen kann, muss noch eine kleine Voraussetzung geschaffen werden. Ein geeigneter Ort für das Training. Das kann mit einem Armor Stand oder einem Weapon Rack für Nahkampfeinheiten und einem Archery Target für Fernkampfeinheiten erreicht werden. Armor Stands und Weapon Racks müssen erst, zum Beispiel beim Carpenter, hergestellt werden. Und können anschließend als Building aufgebaut werden. Die Archery Targets hingegen können direkt als Building aufgebaut werden. Anschließend muss über diesen Aufbau der entsprechende Raumtyp erstellt werden. Bei den Einstellungen des Weapon Racks also R drücken, Raumgröße bestimmen und Enter drücken. Danach muss für die jeweilige Truppe mit T das Training freigeschaltet werden. Beim Armor Stand läuft es exakt gleich. Beim Archery Target für das Training mit Fernkampfwaffen kommt nur ein kleiner Schritt hinzu. Nach dem Aufbau und dem Festlegen der Raumgröße muss zudem auch noch mit W, A, S und D die Schießrichtung bestimmt werden. Also hier zum Beispiel S, damit nach unten geschossen wird. Und auch hier müsste wieder mit T das Training aktiviert werden. Und hier sieht man nun auch, wie die Soldaten das Training beginnen. Gehe ich jetzt wieder in den Militärbildschirm, kann ich das Training wieder deaktivieren, indem ich unter Alerts und dem Alert Inactive das jeweilige Squad auf aktiv setze. So blöd sich das auch an dieser Stelle jetzt anhört. Kommen wir dann mal zu den Zeitplänen.
den Schedules. Hier wird nun auch klarer, warum das Training überhaupt stattfindet. Die Zeitpläne kannst du dir mit S ansehen. An die Ansicht muss man sich erst einmal etwas gewöhnen. Links siehst du erst einmal die 12 Monate untereinander. Rechts daneben sind die Spalten der Squads mit den Anweisungen für den jeweiligen Monat zu sehen. Darunter findest du weitere Funktionen und Optionen. Du kannst hier zum Beispiel die gerade markierte Regel nach Belieben umbenennen. Zudem kannst du für den Squad einstellen, wie es mit dem Nächtigen gehalten werden soll. Sleep in Room at Will und Sleep in Barracks at Will heißt, dass sie jederzeit im persönlichen Raum oder eben in den Baracken schlafen dürfen, wann sie gerade möchten. Die dritte Möglichkeit, Sleep in Barracks at Need, heißt, dass sie erst in den Baracken schlafen, wenn sie vor Müdigkeit fast umkippen. Rechts daneben kannst du dann noch festlegen, ob die Soldaten in ihrer Freizeit in zivilen Klamotten herumlaufen dürfen oder doch ihre Uniform anbehalten sollen. Persönlich finde ich ja die zivile Kleidung besser, damit man weiß, wann sie aktiv sind und wann nicht. Aber das bleibt jedem selbst überlassen. Unter diesen Optionen findest du dann den jeweiligen Plan für die oben abgebildete Regel. In diesem Fall Train 10 Minimum. Also das Trainieren mit mindestens 10 Zwergen. Die Orderliste hier unten kannst du dann natürlich noch anpassen. Dazu komme ich gleich. Aber vorher hat sich bei mir selbst erstmal eine ganz wichtige Frage gestellt. Warum wird da nicht ständig trainiert, wenn der Zeitplan doch so eingestellt ist, dass das Training jeden Monat auf dem Plan steht? Das liegt daran, dass wir eine kleine wichtige Information noch nicht betrachtet haben, die mir anfangs selbst nicht aufgefallen ist. Oben in der Titelleiste steht der jeweilige Alarm, für den wir gerade den Zeitplan bearbeiten. Den kannst du mit den Tasten Mal und Geteilt durchschalten. Und siehe da, bei Inactive ist nichts hinterlegt. Es handelt sich also bei Inactive oder bei Active Training nicht um einen festen Befehl des Spiels, sondern nur um einen vorkonfigurierten Plan, den wir auch selbst so hätten hinterlegen können. So kann pro Alarm und pro Squad ein eigener Zeitplan hinterlegt werden. Ich lösche einmal bewusst das Training und erstelle es neu. Mit X verschwindet es unten aus der Liste. Oben steht nun auch, dass in diesem Monat nichts geplant ist. Aber auch das ist nur ein vorgefertigter Freitext, den wir genauso gut anpassen können. Mit O kannst du einen neuen Befehl hinzufügen. Dadurch gelangst du in ein spezielles Untermenü, aus dem du dir einen von 4 Befehlen mit der Taste O heraussuchen kannst. Wählst du also beispielsweise wieder Train, kannst du unten zudem noch festlegen, wie viele Soldaten mindestens daran teilnehmen sollen oder wahlweise sogar aus der Liste rechts bevorzugte Zwerge direkt festlegen. Das ermöglicht auch das getrennte Training innerhalb eines Squads. Wenn du mit der Auswahl hier fertig bist, kannst du sie mit Shift-Enter übernehmen. Der Liste können aber auch noch weitere Befehle hinzugefügt werden. Es könnte gleichzeitig zum Beispiel die Verteidigung eines Bereiches stattfinden, sobald ein Gegner ihn betritt. Wieder also O drücken. Erneut O, bis man Defend Burrows ausgewählt hat. Dann, wichtig, den jeweiligen Bereich oder die Bereiche mit Enter aktivieren, sodass sie grün werden. Und erst dann das Ganze mit Shift Enter bestätigen. Wenn du mit den Befehlen für den Monat zufrieden bist und sie auf andere Monate ausweiten möchtest, kannst du den Plan einfach kopieren. Mit C wird der aktuelle Plan kopiert und mit P wieder eingefügt. Okay, nächstes Thema. Zeitgesteuertes Stationieren der Einheiten. Wie du gerade sicher schon gesehen hast, haben wir bei der Befehlssammlung auch den Befehl Station dabei gehabt. Damit kannst du steuern, wo die Zwerge im jeweiligen Monat stationiert werden sollen. Damit das aber funktioniert, brauchst du erst einen Punkt auf der Karte, den du ansteuern kannst. Das geht im Menü Points, Routes, Nodes, welches du mit Shift-N erreichst. Sobald du hier drin bist, erscheint auch der Cursor auf der Karte. Hier wählst du einfach einen Punkt aus und speicherst ihn mit P ab. Anschließend, der Übersicht halber, benennst du ihn mit N um. Nun wieder ins Militärmenü, in die Zeitpläne und einen Befehl hinzufügen. Mit O Station auswählen. Den Punkt mit Enter markieren, sodass er grün wird, wenn er das nicht sogar bereits ist, und mit Shift-Enter die Auswahl übernehmen. Lass ich das Spiel jetzt weiterlaufen, siehst du auch, dass sich die Zwerge an dem gesetzten Punkt einfinden. Beachte, dass sie sich nicht direkt auf diesen Punkt stellen, sondern nur in einem kleinen Bereich um diesen Punkt herum sammeln. Wo wir aber doch gerade bei den Punkten sind, diese werden für die vierte und letzte Militäraktion auch benötigt, das Patrouillieren. Selten ist es ja so, dass ein Gegner immer an einer bestimmten Stelle angreift. Und überall kann man seine Soldaten auch nicht stationieren.
Für diesen Zweck kann man das Patrouillieren über eine definierte Strecke nutzen. Dafür benötigt man eine Route. Diese Route besteht aber wiederum aus beliebig vielen Wegpunkten. Daher müssen diese als erstes angelegt werden. Ich erstelle nun mal 4 Wegpunkte. Ich gehe also mit N wieder in das Points, Routes, Nodes Menü. Suche mir die erste Position aus und lege sie mit P fest. Das sofortige und sprechende Benennen mit N sollte immer fester Bestandteil beim Design sein, da man sonst schnell den Überblick verliert. Zum Beispiel Wegpunkt 1. Du kannst mit T auch noch optional einen bis zu 100 Zeichen langen Freitext hinterlegen, damit du dich später zum Beispiel besser daran erinnern kannst, wofür der Punkt denn gedacht war. Nur noch eben die anderen 3 Punkte deklarieren. So, das wäre erledigt. Jetzt fasse ich diese Wegpunkte zu einer Route zusammen. Mit R gelangst du in das Untermenü für die Routen. Mit A fügst du eine Route hinzu. Auch hier gilt, umgehendes Benennen ist das A und O. Jetzt fügst du Wegpunkte hinzu. Dazu als allererstes mit E in den Editiermodus der Wegpunkte wechseln. Und mit dem Cursor einen Wegpunkt ansteuern. Sobald er eingeloggt ist, beginnt er zu blinken und wird auch rechts im Menü angezeigt. Mit A übernimmst du den Punkt in die Liste. Das wiederholst du nun einfach für alle anderen Punkte in der Reihenfolge, wie sie abgegangen werden sollen. Nachdem alle Wegpunkte in der richtigen Reihenfolge in der Route hinterlegt sind, gehst du wieder ins Militärmenü zu den Zeitplänen. Hier lösche ich jetzt den aktuellen Plan und ersetze ihn durch einen neuen. Mit O gelangst du wieder zu den Befehlen. Wieder mit O durchschalten, bis du Patrol Route entdeckst. Darunter haben wir auch schon die gerade erstellte Route stehen. Sie wird bei dir vermutlich auch schon grün hinterlegt, also ausgewählt sein, wenn nur eine Route existiert. Falls nicht, einfach noch einmal mit Enter aktivieren. Danach mit Shift-Enter die Auswahl übernehmen. Das war's auch schon. Jetzt überprüfen wir mal, ob der gewünschte Effekt eintritt. Und siehe da, die Zwerge gehen brav die definierte Route ab. Für alle eingestellten Zeitplanbefehle gilt allerdings, wird für einen Squad ein bestimmter Befehl gegeben, also zum Beispiel einen Gegner anzugreifen, wird der gerade aktive Zeitplan immer übersteuert. Er wird erst wieder aktiv, wenn der aktuelle Befehl abgeschlossen ist. Das heißt, der Gegner ist tot oder geflüchtet oder der gegebene Befehl wurde von dir widerrufen. Nun noch einmal zu den Uniformen. Eben habe ich ja bereits beim Erstellen des Squads eine Uniform festgelegt. Das war bisher einfach nur irgendein Name für uns. Hier im Uniforms-Untermenü kannst du dir aber nun die Details zu der jeweiligen Uniform ansehen oder auch eine neue erstellen. Links siehst du den Namen der Uniform. Wenn du eine davon auswählst, siehst du in der mittleren Spalte, woraus sie besteht. Metal Armor, also unter anderem aus Metallhelmen, Metallschuhen und einem Metallschild. Ebenfalls ist hier die zu tragende Waffe aufgeführt. In diesem Fall eine individuelle Nahkampfwaffe. Wählt man eines der Teile aus und drückt Enter, so löscht man es aus der Uniform heraus. Ich mache das mal hier beispielhaft bei dem Helm. In der Spalte ganz rechts sind Gegenstände aufgeführt, die man der Rüstung hinzufügen kann. Darüber konnte ich ja den gerade gelöschten Helm wieder hinzufügen. Blöderweise ist er aber nicht in der Liste vorhanden. Das liegt daran, dass ich mich noch in der Kategorie Armor befinde. Mit Shift-H wechsle ich zur Helmkategorie. Hier kann nun der Helm grob oder sehr fein bestimmt werden. Wählst du Headwear aus, könnte das alles sein, was man irgendwie auf dem Kopf tragen kann. Also ein Turban zum Beispiel. Daher wähle ich schon mal Helms aus, um meine Auswahl näher zu spezifizieren. Der Helm kann jetzt natürlich aus Leder, Knochen oder Metall sein. Ich möchte aber explizit einen Metallhelm haben. Also muss ich das Material mit der Materialauswahl mit Shift-M festlegen. Hier kannst du also von einem beliebigen Material auf Metall wechseln. Es gibt aber eine Menge verschiedener Metalle. So kann ich auch Eisen oder Stahl festlegen. Wenn wir es dann auf die Spitze treiben wollen, können wir mit Shift-C sogar noch die Farbe des Rüstungsteils festlegen. Aber diese Gegenstände müssen natürlich auch erstmal exakt so hergestellt werden. Rüstungsteile können auch in Schichten übereinander getragen werden. Das ist aber wieder vom jeweiligen Rüstungs- oder Körperteil abhängig. Das Layering-System hier auch noch zu erklären, würde wohl etwas zu weit führen.
Ich würde dich daher an dieser Stelle vorerst auf die Listen im Dwarf Fortress Wiki verweisen. Den Link dazu findest du unten unter dem Video. Bei den Uniformen kann noch bestimmt werden, ob sie über der zivilen Kleidung getragen werden soll oder ob sie die zivile Kleidung ersetzt. Zudem kann bestimmt werden, ob die zu tragenden Teile teilweise oder exakt übereinstimmen müssen. Ich habe selbst aber die Erfahrung gemacht, dass die exakte Übereinstimmung gefühlt besser funktioniert und damit falsche Darstellungen der fehlenden Teile im Dwarf Therapist auch vermieden werden. Wenn du eine oder mehrere Uniformen zusammengestellt hast, kannst du sie nun deinen Zwergen zuweisen. Das geht in dem Menü Equip. Hier sieht man, was den Zwergen bereits zugewiesen wurde. Willst du eine andere Uniform zuweisen, gehst du mit Shift-U auf Assign Uniform. Du wählst links eine Truppe durch Highlighten aus, gehst in die mittlere Spalte, wählst einen der Zwerge und anschließend rechts die entsprechende Uniform und drückst Enter, was du durch die Markierung daneben bestätigt bekommst. Das kannst du individuell bei jedem Zwerg machen. Oder einfach mit Shift-Enter eine Uniform allen Zwergen gleichzeitig zuweisen. Aber wo wir ja eben schon bei der Individualisierung waren, das kann man hier nochmal auf ein ganz neues Level bringen. Gehen wir mit Shift-V zurück zur View Customize Ansicht, sehen wir hier die gerade über die Uniform zugewiesenen Rüstungsteile bzw. Waffen. Genau wie bei den Uniformen können aber nun auch die Rüstungsteile bei den individuellen Zwergen angepasst werden. Unser Leader zum Beispiel soll sich zwar auf Basis der gewählten Uniform kleiden, jedoch soll er einen anderen Helm tragen. Ich nehme den Helm also mit Enter aus der Zuweisung heraus und wähle über Shift-H einen anderen aus. Aber hier geht es nochmal eine Stufe tiefer als bei den Uniformen. Nicht nur kann ein zu tragender Gegenstand sehr genau spezifiziert werden, es kann sogar ein ganz bestimmter, bereits existierender Gegenstand ausgewählt werden, zum Beispiel ein Meisterstück oder ein Artefakt. Dazu gibt es in jeder Kategorie einen Specific-Eintrag, wie hier zum Beispiel mit Specific Helm, aus der man dann den genauen Gegenstand auswählen kann. Du siehst also schon, wie genau man so eine Uniform präzisieren und individualisieren kann, wenn man möchte. Man muss es aber eben nicht zwingend und kann auch viel Spielraum offen lassen. Der extrem hohe Detailgrad kann aber auch dafür sorgen, dass einzelne Zwerge zum Beispiel durch Artefakte sehr mächtig werden können. Um diesen Punkt abzuschließen, kommen wir zur Munition für Fernkampfeinheiten. Mit F gelangen wir in dieses Menü, indem wir mit C eine von drei Munitionsarten hinzufügen können. Fügst du zum Beispiel die Bolzen hinzu, kannst du erst einmal festlegen, wie viele Bolzen mitgeführt werden sollen. Bitte beachte, dass sich die Zuweisung von Munition auf die gesamte Truppe und nicht auf den einzelnen Zwerg bezieht. Es sollte also eine entsprechend hohe Anzahl sein, zum Beispiel 500 bei 10 Zwergen. Für die Munition wird übrigens ein Köcher benötigt. Dieser kann abhängig vom Material der Munition eine unterschiedliche maximale Anzahl von Projektilen beinhalten. Bei der Munition kann noch bestimmt werden, ob sie für Training, Kampf oder beides verwendet werden soll. Mit Shift-C und Shift-T kann jeweils die Verwendbarkeit der Munition im Kampf oder im Training aktiviert bzw. deaktiviert werden. Das bringt den Vorteil, dass man im Kampf nur die besten Bolzen, zum Beispiel aus Stahl, verwendet, während im Training nur die Holzpfeile zum Einsatz kommen, was das Training deutlich günstiger macht. Ach, und hier noch ein kleiner, aber essentieller Tipp. Nahkampfeinheiten brauchen gar keine Munition. Als letzten Punkt haben wir nun noch die Supplies, also die Versorgung für unterwegs. Es kann festgelegt werden, ob und wie viele Getränke oder Essensrationen die Zwerge mit sich führen sollen, wozu noch ein zusätzlicher Rucksack notwendig wird. Aus meiner Sicht ist das aber bei Einsätzen rund um die Festung alles andere als notwendig, da es auch für die Laune der Zwerge deutlich besser ist, ihre Energie in hochwertigen Esszimmern wieder aufzutanken. Daher stelle ich beide Kategorien immer auf Do Not Carry Water und Do Not Carry Food. Hier noch ein paar weitere Tipps zum Abschluss des Tutorials. Bei Fernkampf ist das verwendete Material für die Armbrust total irrelevant, wenn es um Zielgenauigkeit geht. Allein der Skill des Zwerges ist dafür entscheidend, wie gut der Gegner getroffen wird. Kommt es allerdings zu einer Nahkampfauseinandersetzung zwischen einem Gegner und einem Armbrustschützen, so ist eine schwere Waffe fast immer besser als eine leichtere. Also sind zum Beispiel die Materialien Silber oder Platin optimal für den Kampf mit Hiebwaffen geeignet. Wenn dann mit der Armbrust auf den Gegner eingeschlagen wird, wird der Hammer Dwarf Skill verwendet. Wenn der Marksdwarf also dann noch Erfahrung in diesem Skill mitbringt, ist er für alle Situationen bestens gerüstet.
Verschiedene Materialien haben übrigens nicht nur unterschiedliche Dichte, was sie schwerer macht, was zum Beispiel für einen Kriegshammer interessant ist, sondern auch einen spezifischen Schärfefaktor, was für Äxte, aber auch für Pfeile vorteilhaft sein kann. Stahl ist immer eine sehr gute Wahl, falls verfügbar. Aber auch die Qualität der Waffe wirkt sich sehr stark auf ihre Schärfe und die Treffgenauigkeit aus. Was den Kampf angeht, sind final übrigens alle Zwerge gleich. Alle Zwerge können durch entsprechendes Training sehr gut werden. Bei dem einen dauert es eben einfach nur ein wenig länger als beim anderen. Wenn mit Projektilen beim Training geschossen wird, werden sie immer zerstört. Außer sie fallen in eine tiefere Ebene, wenn das Ziel nicht getroffen wurde. Dann bleiben sie ganz und können anschließend wieder aufgesammelt werden. Das kann erreicht werden, indem hinter dem Archery-Target ein Graben gezogen wird. Vor den Archery-Targets ist ein Graben hingegen nicht möglich, da sich die Schießlinie auf einer durchgehenden Ebene befinden muss. Die Erfahrung, die beim Schießtraining aufgebaut wird, ist nur ein Viertel so hoch wie in einer realen Kampfsituation. Das ist aber dennoch kein Grund, deswegen unbedingt eine reale Auseinandersetzung zu erzwingen. Während des Trainings gewöhnen sich die Zwerge mit der Zeit an ihre Waffen. Das klingt zwar im ersten Moment ganz gut, jedoch kann es sein, dass die Zwerge ihre Waffe so sehr lieben gelernt haben, dass sie sich an sie binden. Das heißt, sie bevorzugen immer diese Waffe vor jeder anderen. Bei einer meisterhaften Adamantium-Kampfaxt ist das ja ganz nett. Aber nicht bei dem Trainingsschwert aus Holz, von dem sie denken, dass sie damit unbesiegbar wären. Also eventuell einfach mal hin und wieder die Waffe wechseln. Marks Dwarfs schießen übrigens ab einer Entfernung von 20 Metern, bzw. 20 Teils. Die Projektile fliegen auf flacher Ebene aber 30 Meter oder noch weiter. Und erstaunlich ist, dass ein Höhenunterschied beim Schießen niemals hilfreich ist. Also auch wenn man von einem Hügel auf unten stehende Gegner schießt, kann man nie so weit schießen, wie es in der Ebene möglich gewesen wäre. Vielleicht hast du dich ja auch schon gefragt, warum ich die ganze Zeit auf den Armbrüsten rumreite und noch nichts zu den klassischen Bögen erzählt habe. Das hat einen triftigen Grund. Natürlich kannst du auch deine Jungs und Mädels mit Bögen herumlaufen lassen. Bis hierhin ist auch alles gut. Bis auf die Tatsache, dass du zwar Bolzen, jedoch keine Pfeile herstellen kannst. Eine Bogentruppe ist also davon abhängig, dass du ständig eine hohe Anzahl Pfeile über deine Händler importierst. Das kann auf Dauer nicht nur sehr teuer, sondern auch etwas nervtötend sein. Dafür kann ein Armbrustzwerg aber tatsächlich auch noch ein Schild zur Abwehr nutzen. Das dürfte etwas umständlich aussehen, klappt aber offensichtlich ganz gut. Dabei ist Holz als Material vollkommen in Ordnung, da es nur auf den Blockskill des Zwerges ankommt, was die Abwehr angeht. Das Material ist dabei total unerheblich. Es spielt erst eine Rolle, sobald mit dem Schild auch ausgeteilt wird. Das war jetzt schon eine ganze Menge Stoff in diesem Video, oder? Neben den, nebenbei bemerkt, über 40 Tagen Renderzeit für die 3D-Animation hat es mich auch über 4 Wochen Arbeit gekostet, alles zusammenzutragen, es sinnvoll zu strukturieren, als komprimierte Infos aufzubereiten, möglichst viel Inhalt über das gesamte Thema zu erzählen, sodass du alles einmal kennengelernt hast, ohne mich aber möglichst in abschreckende Details zu verlieren. Die Balance zwischen vollständigem Inhalt und angemessener Länge zu finden, war diesmal sehr schwierig. Aber ich bin ehrlich gesagt froh, dass ich hiermit eine Ressource geschaffen habe, in der man nicht von Video zu Video zu Video geschickt wird oder sich Wiki-Seiten lesen muss, um das Wesen des Militärs in Dwarf Fortress zu verstehen. Wenn du das auch so siehst, nutze gerne den Daumen nach oben unter dem Video und lass ein Abo da. Vielen lieben Dank übrigens an Chris und Martin für eure tolle Unterstützung. Eure Tipps haben mir einiges an Zeit erspart und sind zum Teil hier auch in das Video mit eingeflossen. Ihr seid der Grundpfeiler einer funktionierenden Community. Fragen klären wir gerne in der Kommentarsektion unter dem Video oder auf meinem neuen hier auf YouTube verlinkten Discord-Server. Bislang sind wir zwar nur eine kleine Expertengruppe, aber wir freuen uns über jedes neue Mitglied. Schau doch gerne mal vorbei. Ich wünsche dir was und bis zum nächsten Mal.